Das Gebiet der Arlingalmen ist als das Familienwandergebiet schlechthin bekannt. Bewacht vom mächtigen Bosruck-Gipfel beherbergen die weitläufigen Almmatten aber auch eine Vielzahl an botanischen Besonderheiten, die durch die traditionelle Almbewirtschaftung hier ideale Lebensräume vorfinden. Bemerkenswert ist die auffallende Dichte von Orchideen, darunter der formschöne Türkenbund. Lohnendes Wanderziel ist der Arlingsattel, jener Übergang, der auch die steirisch-oberösterreichische Grenze markiert. Von hier aus ist ein Übergang zum Rohrauer Haus mit anschließender Umrundung zurück zur Arlingalmhütte ausgesprochen reizvoll. Der Arlingsattel ist aber auch Ausgangspunkt für die Besteigung des Bosrucks. Über dessen Ostgrat verläuft der Wildfrauensteig, ein leichterer Klettersteig mit teilweise sehr luftigen Passagen. Dort, wo die stahlseilversicherten Steilheiten beginnen, befindet sich auch das sagenumwobene Wildfrauenloch, eine kleine Höhle, die akkurat zu Rast und Jause einlädt. Vom Einstieg beim Wildfrauenloch geht's zunächst über die ausgesetzte Gratschneide steil aufwärts. Nachdem der vorgelagerte Gipfel der Frauenmauer überschritten ist, folgen weitere versicherte Stufen und kühne Quergänge, die sich mit leichten Gehpassagen abwechseln, bis das mächtige Gipfelkreuz des Bosrucks erreicht wird. Bergsteigen geht durch den Magen. Das weiß auch der Chefkoch der Arlingalmhütte und so verwöhnt er seine hungrigen Gäste gern mit regionaltypischen Gerichten und gepflegten Getränken. Freilich, die Gemütlichkeit in der urigen Hütte kommt dabei auch nicht zu kurz. Rund 3 Kilometer schlängelt sich die Forststraße durch den Wald von Arting hinauf zur Arting-Almhütte. Die beschauliche Strecke mit mäßiger Steigung ist ein ideales Gelände für Mountainbiker.